Ich freue mich auf Piet Klocke. Herzlich willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich mal wieder, ich habe gestern noch in einem sehr, ja, es war ein Vier-Sterne-Hotel. Ich habe noch da gesessen und bitte, legen Sie nicht jedes Wort auf die Goldkante. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, mein Gott, noch mal, wenn ich mal nicht mehr bin, wer denkt das eigentlich alles zu Ende? Ich war ja schon lange nicht mehr hier, bitte. Ich war ja schon lange nicht mehr hier. Und das ist mir auch selbst, ich habe mich beworben mit zwei Arbeiten hier bei der, in Köln bei der Sendung Mitternachtsspitzen. Einmal mit einem etwas naturwissenschaftlichen, mit einer Geschichte über, aber ich dachte Köln, ich war da ganz das Thema nehmen, es ging um Echsenverfolgung. Und dann habe ich, die zweite Geschichte war eine etwas ins Philosophische hinein. Da wurde ich genommen, das Thema war, das Leben eine Zumutung, aber muss ja. Und ja, ich habe, wie gesagt, aber ich sehe gerade, ich habe ja, es ist ja, jetzt haben wir das Fest wieder, wo wir, und deshalb, Maria und Josef, meine Damen und Herren, das ist ein Thema, es ist ja so, dass trotz unserer Informationsgesellschaft, wo einem die Informationen, ich weiß ja, morgens schon um 5 Uhr, wie der Tag genau ausläuft. Ich habe manchmal gar keine Lust mehr auszuholen. Auf jeden Fall weiß niemand, es ist immer noch nicht heraus, ob Maria und Josef, wie die da, ob die überhaupt, ob die ein legales Gutachten bezüglich der, ob, oder ob vielleicht Maria, nicht wahr, außer Haus auf einer Geschlechtsreise, Geschäftsreise, war. Das weiß man alles noch nicht, aber was ich eigentlich sagen wollte, es ist ja so, seit diesen Tagen, meine Damen und Herren, ist es so, dass sich doch zwischen Mann und Frau einiges, nicht? Sicherlich gehen wir auch zur Volkszählung stellenweise, aber was sich da alles mittlerweile ist, ja, sind ja sowohl die Männer als auch die Frauen gleich, also es hat sich alles nicht, dass sich beide sind jetzt gleichgeschlechtlich und haben, und das ist für manche Männer, also ich kenne einige, die sagen dann, holla, 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 was, und es sind meistens die Sensibleren, nicht die anderen, die das da, können Sie davon ausgehen, die, nicht, die, wer, da werde ich immer noch, von denen werde ich immer noch in der Waschstraße überholt, auf jeden Fall. Nur, es ist immer am besten, wenn die mit offenem Wagen fahren, weil dann kann ich ihnen die Seife rüberwerfen. Also, ich wollte sagen, ich habe wieder alles hier, naja. Auf jeden Fall, der Mann ist, ich meine, die Frau, nicht, das ist ja wunderbar, es ist ja, die Frau hat ja, also das, die hat ja auch ihre eigene Geschichte. Hat vielleicht ein bisschen später angefangen, aber auf jeden Fall, Moment, das habe ich in alten, vergilbten Schriften. Aber der Mann ist jetzt im Moment, weiß er nicht mehr genau. Und das hatte sich früher ganz, das haben Sie ja gar nicht mehr. Ich habe das ja alles, da waren, das war ja damals schon, als die, damals gab es ja kaum was, da hat man Erdkrusten verschoben. Da habe ich, da war das ja so, dass die Geschichten zwischen Männern und Frauen, die waren eindeutig. Nicht? Das war, jeder hatte seinen Bereich, da war das nicht, und heute ist das greift und was, mein Gott, wir Männer brauchen doch auch nicht, man muss sich doch nicht. Wir haben doch auch, was haben wir nicht alles? Nicht? Hier, ja, hier, das Feuer. Nicht, ja, wer hat das denn in die Ehe gelegt? Nicht, oder was gibt es sonst noch? Nicht? Oder hier, nehmen Sie mal, wir sind ja damals, ja, und was haben wir alles erfunden? Nicht? Ich beispielsweise habe vor kurzem auch mal etwas erfunden, und zwar Unterwäsche aus Papier. Ja, Sie lachen, aber der Vorteil wäre, wenn die Wäsche schmutzig ist, können Sie die der Wäscherei zufaxen. Naja, auf jeden Fall, ich wollte bitte.
Nein, aber es gibt was da, oder hier in Amerika, was wir Männer alles erfunden haben, das passt ja. Da stehen in Amerika, manchmal steht der Mann auf, vor langer Zeit ist das gewesen, und hat dann, und denkt, mein Gott, ich lege Schienen. Das war anfangs noch ein bisschen von der Ausführung her, waren Indianer im Wege, aber das hat sich hinterher eingepegelt, auf jeden Fall. Und das hat sich bis heute hat sich das ja nicht mehr. Stellen Sie sich mal vor, die Bundesbahn ohne Schienen, da wäre ja, da hätten Sie manchmal eine Strecke. Auf jeden Fall, also ich wollte sagen, die Bereiche haben sich, und das war früher besser, nehmen Sie mal hier im Viertelfinale, im 14. Jahrhundert, da war ja, da hatten wir, Männer sind ja in Kreuzzügen damals gefahren und haben da im Süden, und da war das ganz klar für den Mann, jawohl, also wenn mir hier jemand den Helm abnimmt, nicht, dann hätte ich mir das halt anders überlegt, hätte ich mir vorher überlegen sollen, das Pferd vielleicht vorher zu verkaufen. Aber, und die Frau hatte im Grunde genommen, wenn die das so nach 6, 7 Jahren erfuhr, dann hatte die ihren Bereich wiederum, nicht? Und sagte, ja, mit dem da ist jetzt den, kann man, da ist jetzt praktisch. Und die hatte nur eine Geschichte, die musste in ihrem Bereich die Aufgabe lösen, wer lötet mich hier aus der Unterwäsche raus? Und das hat sich alles geändert, meine Damen und Herren. Heutzutage, mein Gott, aber wer kann denn da überhaupt noch löten? So, ich muss das mal weg, ich werde mal weg. Vielen herzlichen Dank.